Ja. Spuren hinterlassen, meint sie. Vielleicht erstmal mit dir reden? Anna Maria? Ja, George? Ja, George? Dem Typen, der dein Zimmer bewachte, habe ich eine ordentliche Dusche verpasst. Was meinst du? Nun, er musste aus dem Weg und da habe ich die Sprinkler ausgelöst. Und das hat funktioniert? Er war so verliebt in sein Aussehen, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Sah aus wie der zweitschlechteste Elvis-Imitator der Stadt. Also nicht gerade unauffällig, oder? Aber sie scheint ihn ja nicht zu kennen. Ist das Manuskript wirklich weg? Ich meine, vielleicht liegt es unter dem Papierkram hier. Nein, es ist viel größer und auf altem Pergament geschrieben. Gut, ich finde es, Anna Maria, egal was es kostet. Wenn wir auch immer noch den Putzmittelschrank. Das ist ja nicht ohne Grund so, oder? Etliche uralte Farbschichten halten es unverrückbar fest. Ach, egal. Okay. Das Fenster zur Straße ist eh auf der anderen Seite des Zimmers. Können wir uns jetzt hier nochmal was anderes angucken? Total leer, mal abgesehen vom Staub. Weil wir haben uns ja eigentlich umgeguckt. Was soll ich denn jetzt noch finden? Ich meine, wir haben noch die Zigarre, ne? Können wir da mal sie drauf ansprechen? Nee. Der Aschenbecher. Okay. Der Aschenbecher. Der Aschenbecher. Müssen wir wieder raus? Können Sie nicht mehr angucken? Okay. Ja. Ich weiß gerade irgendwie nicht, was noch die Aufgabe sein soll, sage ich jetzt ganz ehrlich. Ach ja. Moin. Alles klar? Wirst du jetzt komisch? Nichts für den Regen, was? Da läuft die Jacke ein. Dann komme ich da nie wieder raus. Das würde ich gern mal sehen. Hau ab, Mann. Das ist keine Freakshow hier. Also können wir gar nicht mit dem reden jetzt? Können wir dem was aufmalen? Das ist nicht der richtige Weg. Schade. Das funktioniert so nicht. Das wäre keine so gute Idee. Das wäre keine so gute Idee. Alright, was haben wir denn noch? Wir haben unten noch die ganzen Out-of-Order-Getränkeautomaten. Wir haben hier noch dieses Putzmittelfach. Oh, wenn die Sprenkler angehen, kann ich jetzt hier gleich hoch? Aus Nee. Angst um meine Gesundheit Okay. werde ich den Bereich nicht Bitte betreten. erzähl die ganze Geschichte nicht nochmal. Alright. Hallo, der Typ ist weg. Bist du taub, Bursche? Zumindest bin ich nicht gekleidet wie ein Zuhälter. Machst du dich über mich lustig? Schon? Würde mir im Traum nicht einfallen. Ja gut, wir haben dann immer noch das hier. Die Kombinationsmöglichkeiten sind endlos. Raten hat da keinen Sinn. Wie komme ich nur an den Code für die Tür? Alfonsos Feuerzeug, eine Art Spende für meine gute Sache. Der Prospekt für Anna Marias Hotel in New York. Ja, weiß leider auch nicht, wie man da drauf kommen soll. Das sollen wir auch nicht mehr aufmachen. Habe ich hier drin irgendwas übersehen? Eine Schublade oder so? Oder irgendwas, was noch rumliegt? Die Tür? Die einfach so kompletter Nervenzusammenbruch. Also irgendwas muss es mit dem Putzmittelschrank, wobei ich jetzt auch nicht verstehe. Das ist doch die Rezeptionistin einfach drin, oder? Ja, das ist wieder nur das Fenster, right? Ich laufe nochmal hier hin. Der macht auch gar nichts mehr mit, oder? Er reagiert da gar nicht mehr drauf auf die Blume. Die Tür ist abgeschlossen.
Die Tür ist abgeschlossen. Hey! Ach so, ja. Ich weiß, ja, was. Weg von ja, der Tür. Ja, ja. Du lernst schnell, Bursche. Hat er da jemand eingesperrt? Das wäre keine so gute Idee. Kann nicht vielleicht hier was sein? Dass hier irgendwas aus Hotel, wie alt der irgendjemand war, irgendeine Jahreszahl, dass sie wer zu den Tasten da drin ist, könnte mir vielleicht den Code aufschreiben. Oh, was? Wenn er was zu schreiben hat, was er wahrscheinlich nicht hat. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, da kriegen wir einen Tipp. Weil wir haben ja keine Gravur auf dem Feuerzeug. Ich dachte, wir kriegen welchen Tipp für den Code, dass es irgendwas von dem Hotel ist, aber... Vielleicht hilft dieser Stift da das weiter. Das ist natürlich nochmal praktischer. Das ist da ja gigasmart. Dann ist die Person wirklich gegen ihren Willen da drin. Und da sind der Stift und der Prospekt wieder. Mm. Okay. Da ist eine Zahl auf den Prospekt gekritzelt. 5837X. Das ist nicht der richtige Weg. Echt nicht? Das klappt doch nicht. Okay. Die auf den Prospekt gekritzelte Zahl wäre ein Versuch wert. Da tut sich gar nichts. Ich dachte, es tut sich nichts. Oh Gott, die ist gefesselt. Gütiger Gott, sind Sie in Ordnung? Die arme Frau. Jetzt ja, danke. Nenn mich einfach George. Was ist passiert? Ich suchte gerade nach einem Reinigungsmittel und dann wird's düster und ich wache hier gefesselt auf. Wäre lustig, wenn uns das Hast jetzt auch wieder Typen passiert. Hast du den gesehen, der dir das angetan hat? Es hört sich verrückt an, aber er sah aus wie Elvis. Aha. Und weiter? Das glaube ich dir sofort. Er hatte auch eine Tätowierung. Eine Schlange gewickelt um eine gewaltige... Lasst euch nicht stören. Das ist er. Diesmal entkommst du mir nicht, Drecksack. Oha. Entschuldigung? Oh, ich wollte mir den Raum noch angucken. Okay, Anna-Maria, die Schläger sind weg, aber die Cops werden bald auftauchen. Wir verschwinden besser. Aber wo gehen wir hin? Zu einem Freund, wegen deinem Manuskript. Oh, Lubino? Nicht Lubino. Sein Versicherungsfreund. Hey, schön, dass du mal reinschaust, George. Wenn du was findest, was noch heil ist, bedien dich. Geben wir der Bude den Rest. Noch besser wäre abfackeln, dem Erdboden gleich machen. Oha. Virgil, du bist etwas erregt. Das sehe ich. Deshalb habe ich dich so gern als Partner. Wegen deines kriminalistischen Superhirns. Wir sind doch versichert, oder nicht? Die hast du nie bezahlt, erinnerst du dich? Ah, was ist mit dem Gerät? Ist mein MP3-Player, Mann. Was davon übrig ist? Die beste Soul- und R&B-Sammlung im Arsch, zerstört von deinen Kumpeln. Wie soll ich arbeiten ohne den Sound von Maggie J. Blind? Wie soll ich schlafen ohne die größten Hits von Barry Brown, dem Nilpferd der Liebe? Wie soll ich unter der Dusche singen ohne meine Dosis Malteser? Das sind wohl eher rhetorische Fragen, Virgil. Das sind brennende und offene Fragen, Mann! Ich kann dir einen neuen kaufen. Nein, eben nicht. Die letzte Lieferung, die eingetroffen ist, wurde gestohlen. Bis die nächste kommt, vergehen Monate. Ich bin fast umgebracht worden und Virgil jammert über seinen Player. Ich muss ein Manuskript wieder beschaffen. Ja, weiß jetzt nicht so ganz genau, wie der uns jetzt hier weiterhelfen soll. Sage ich jetzt, wie es ist. Gucken uns erstmal hier im Raum um, bevor wir jetzt in andere Räume gehen, würde ich sagen. Aber hier ist ja einfach nichts interessant. So, wir reden mal mit ihm, bevor wir uns umgeschaut haben, würde ich sagen. Gehen wir mal hier rein. Ah ja, den Raum kennen wir ja noch. Hier war gerade was. Was aber nicht so zu klappen scheint. Ja, die kennen wir noch. Die, ah, 100 die Watt schöne Audio in Top-Qualität. Anlage. Allemal besser als Miete zu zahlen. Den Kommentar dazu auch noch. Ja. Puh. Ja, also ich sehe viele Dinge hier funktionieren sehr gut.
Was haben wir denn da? Eine Packung Zigaretten. Seltsam. Virgil und ich sind Nichtraucher. Und Anna habe ich auch nicht rauchen sehen. Oh, dann hat jemand hier vergessen. Hey, Anna-Maria, sind das deine Zigaretten? Nein. Warum? Jemand hat hier eine Packung liegen gelassen. Ich nehme sie trotzdem. Vielleicht ergibt sich eine Spur. Vielleicht. Indische, eine italienische. Ein Päckchen italienische Zigaretten, das ich nach dem Angriff im Kautionsbüro gefunden habe. Das sollte ja zu sein. Sie ist von hinten festgeklemmt. Das kriege ich so schnell nicht auf. Das waren wir ja selbst. Okay. So. Wohin soll ich jetzt gehen? Ach so. Hotel Alfonso, Kautionsbüro. Nichts davon. Nein, ich habe noch mehr zu tun. Okay, dann vielleicht doch mal mit ihm reden. Virgil, mein Partner im Kautionsbüro. Virgil ist ein ziemlich harter Hund. Ex-Militär, das ist manchmal praktisch. Okay. Irgendwas hat ihn mächtig aufgeregt. Ja, sein MP3-Player halt, ne? Virgil, bitte. 40 Gigabyte Musik, George. 40 Gigabyte. Das sind 4 Wochen Musik nonstop. Und jetzt habe ich nur noch diesen Country Classics-Kanal auf deinem Radio. Aber Country Classics sind super. Dünnes Eis, George. Ganz dünnes Eis. Okay, mehr können wir nicht mit ihm reden. Können wir ihn aber auf die Zigaretten ansprechen oder sagen, dass er ein neues Laster anfangen soll? Anscheinend nicht. Nochmal mit ihr reden? Anna Maria, hast du einen Moment Zeit? Worum geht's, George? Ja, nichts gibt's. Müssen wir jetzt vielleicht nochmal zum Hotel zurück? Wohin soll ich jetzt? Dass wir hier gerade gar nichts machen sollen. Jetzt halt, wo die Cops weg sind, nochmal hin. Anna Maria, du bleibst hin? Besser hier. Ah. Bei Virgil bist du in Sicherheit. Okay. Und dann schob dieser Typ Stift und Papier unter der Tür durch. Er sah aus wie... Er! Huch! Was? Wenn das mal nicht unser Held des Tages ist. Nee, dann natürlich gerne. Das können Sie ruhig weglassen. Held reicht mir schon. Hören Sie, Freundchen. Ich mag keine Helden. Oh. Was bedeutet, ich mag Sie nicht. Das nächste Mal überlassen Sie das den Profis. Merke ich mir. Fürs nächste Mal. Ah, sind wir drin? Ist der Typ weg? Ja, er ist weg. Okay, wir sollten sie vielleicht mal befragen dann. Die Empfangsdame sieht etwas beruhigter aus. Quatschen wir erstmal mit ihr. Hallo nochmal, wie geht's dir? Oh, schon viel besser jetzt. Dank dir. Ich dachte schon, ich müsste da drin Tage verbringen. Eine gute Idee, das mit dem Stift und dem Papier. Man gibt sein Bestes. Ich heiße Juanita. Ich heiße George. Du hast schöne Hände, George. Mhm. Und so lange Finger. Spielst du Klavier? Nein, aber ich beherrsche ein paar nette Griffe auf der Ukulele. Das glaube ich dir unbesehen. Warum flirtet die so mit uns? Weißt du, auf was der Typ aus war? Er suchte nach einer Dame. Meinte, sie wäre hier Gast. Und wie kam er an dir vorbei? Er stieß meinen Nagellack vom Tresen. Er muss mir gefolgt sein, als ich Reinigungszeug holen wollte. Und dann paff! Autsch! Hab eine ganz schöne Beule. Willst du mal fühlen? Oh, schon okay. Ich kann mir vorstellen, wie sich deine Beulen anfühlen. Autsch! Eieieiei! Und hast du dem Typ eine gewischt, der dich im Wandschrank einsperrte? Ich verpasste ihm einen gehörigen Tritt, bevor er wegrannte. So schnell setzt er sich nicht wieder hin. Gut so. Sag mal, warum arbeitest du hier? Weil sie Geld braucht? Eines Tages wird Alfonso an seiner letzten Zigarette ersticken und man kann sich das Hotel unter den Nagel reißen. Und jetzt rat mal, wer das macht. Wie hältst du es mit dem Mann nur aus? Ich hatte schlimmere Jobs. Alfonso ist okay. Solange man sich nicht mit ihm unterhält, was? Warum sollte man das wollen? Eieieiei. Er ist in Hörreichweite, just saying. Warum ist er immer so mürrisch? Hättest du 30 Jahre geraucht, wärst du dann nicht mürrisch? Danke für Ihre Hilfe.
Okay, Polizist? Ein zermürbter Cop. Man sieht ihm an, dass er seinen Job mag. Alter. Verzeihen Sie? Ah ja, unser persönlicher Superheld. Yes, das bin ich. Ich bin Officer O'Halloran. Und Sie sind? George Stobart mit 2B und 2T. 2B, 2T. Verstehe. Was wollen Sie denn, Mr. 2B, 2T? Ja, was war denn das für ein Kerl? Der Typ, der die Empfangsdame eingesperrt hat. Wissen Sie, wer das war? Mittelgroß, dunkles Haar mit einer Tolle. Sah ein bisschen aus wie Elvis. Könnte jeder gewesen sein. Ist Ihnen was Außergewöhnliches aufgefallen? Nun, da war diese Tätowierung. Schlange, ne? Wissen Sie, die Tätowierung des Typs war sehr ungewöhnlich. Überraschen Sie mich. Es war eine Schlange mit großen Fangzähnen. Sie umschlang sowas wie... Spucken Sie es aus, Mann! Umschlang sowas wie... eine Salami. Eine Salami? Ja, eine Salami. Was? Na, das erklärt alles. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Eine Salami bedeutet hier nur eines. Und das wäre? Ein Lebensmittelladen hat geöffnet. Was? Wie bitte? Kleiner Scherz. Es bedeutet Die Martinos. Warten Sie, bis mein Boss das hört. Er kennt die Martinos? Ist schon seit Jahren hinter denen her. Moment, das stimmt mit der Salami? Ich dachte, der sagt jetzt so, das bedeutet nur eins, sie sollten weniger saufen. Ihre Aussage kann ich nicht gebrauchen. Er sagt so, ja, klar. Die Salami, die steht für die und die Familie. Die haben alle Salami-Tattoos. Was? Alter, wir sind hier in der dritten Folge. Nee, in der vierten Folge, oder? Und es ist schon wieder alles so abgedreht. Aber ich sag, wie es ist, ich lieb's. Bisher, das Setting, Style, alles, finde ich geil. Was wollten die Männer hier? Sieht aus, als hätten sie was in einem von den Zimmern gesucht. Der Safe wurde geöffnet und geleert. Wir sehen ihn uns gerade genauer an. Aber sagten sie nicht eben, er sei leer? Noch so ein Spruch und sie duschen heute Abend mal im Gefängnis. Autsch! Ja, aber wäre jetzt ja mal sinnvoll, dass die mit dabei ist. Ich meine, das ist immer ihr Eigentum, oder? Die sollte ja schon mal eine Aussage machen. Jetzt lassen wir die da einfach am Kautionsbüro. Und was passiert jetzt? Wir schreiben gerade eine Fahndung aus. Dann untersuchen wir die illegale Benutzung des Feuermelders. Oh. Des Feuermelders? Was ist denn passiert? Irgendein Idiot mit einem D und einem T hat den Alarm ausgelöst. Das mutwillige Auslösen eines Feueralarms bringt einen in New York direkt vor den Haftrichter. Oh. Welcher Schwachkopf würde denn sowas tun? Ja. Keine Danke Ahnung. Danke für Ihre Hilfe. Es war Alfonso, die Lebensfreude in Person. Der Alfonso. Hat der noch was Hallo, Neues Alfonso. Zu sagen? Ja. Kann ich jetzt ein Hotelzimmer buchen? Geschäft, Alfonso. Witzig drauf heute. Nach dem Kammerjäger und dem Feueralarm kann ich froh sein, wenn ich je wieder aufmachen kann. Sie sind doch bestimmt versichert. Ja. Darum geht es nicht. Hier war alles tipptopp in Ordnung. Und dann kamen wir. Da wieder hinzukommen, wird mich Jahre kosten. Oh weh. Jahre der Verwahrlosung wahrscheinlich. Bitte? Hat er immer noch seine Uhr? Den ganzen Tumult überstanden? Ja, und ich habe nie Käfer drauf gefunden. Komisch, was? So ein Zufall. Sie müssen das sinkende Schiff verlassen haben, als sie kommen sahen. Ja, vielleicht. Oder es waren nie welche da. Was meinen Sie? Nein, das Erste. Das ist eine interessante Theorie. Eine interessante Theorie. Ah. Und was ist mit Mr. Minster? Er geriet in Panik und rannte davon, als hier alles losging. Macht Sinn. Hat noch nicht mal bezahlt, dieser schmarotzende Hurensohn. Wo ist er hin? Oho. Wer weiß. Rief immer nur, die Gänse, die Gänse. Zuletzt sah ich ihn in Richtung Stadt laufen. Wie habe ich das Gefühl, dass wir den noch mal treffen? Also sind Sie froh, dass Ihre Empfangsdame wieder da ist? Faul und zu nichts nutze. Sie kann froh sein, dass sie den Job noch hat. Aber sie konnte doch nichts dafür. Wollte gerade sagen. Hätte ich nicht diesen ganzen Papierkram, wäre sie schon längst gefeuert. Das ist echt sympathischer Kerl, dieser Alfonso. Danke für Ihre Hilfe.
Ja gut, ich weiß nicht, erzählen wir es unserer Freundin mal von den neuen Erkenntnissen, von den wurstastischen Erfahrungen. Ich würde sagen, nochmal hier, zurück. Hey, George. Hey. Wo ist sie? Moin. Okay. Anna Maria, hast du einen Moment Zeit? Worum geht's, George? Oh, um nix. Apparently. Können wir ihn fragen? Virgil, pass auf. Lass mich in Ruhe, George. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Okay, okay. Der Verlust seiner Musik ist ein schwerer Schlag für ihn. Okay, wo finde ich denn jetzt mehr über diese Familie raus? Päckchen. Ah, italienische Zigaretten. Eine Schlange, die sich um einen Salami windet. Okay. Wohin soll ich jetzt gehen? Nee, dann müssen wir nochmal zum Hotel. Denn irgendwas fehlt noch. Anna Maria, du bleibst besser hier. Bei Virgil bist du in Sicherheit. Weiß nicht. Müssen wir jetzt nochmal mit der reden wegen dem Tattoo? Es geht wieder nichts mehr, oder was? Hi, Juanita. Hi, George. Danke für Ihre Hilfe. Können wir nochmal hoch vielleicht? Entschuldigen Sie bitte, Officer O'Halloran. Ja, Mr. Stobart. Stobart. Danke für Ihre Hilfe. Okay. Geschmacklose Bilder von Orten hier, die ich niemals besuchen möchte. Gehen wir jetzt nochmal durch? Die Hotelzimmer sind für die Öffentlichkeit gesperrt. Ja gut, wenn wir noch die... Haben nicht mehr die Karte. Okay, wir haben nicht mehr die Karte. Haben Sie solche italienische Zigaretten schon mal gesehen? Das ist nicht richtig so. Willst du eine rauchen nach dem ganzen Stress? Hier. Verzeihen Sie? Ah. Ja. Haben Sie diese Marke schon mal gesehen? Wo haben Sie die her? Ja, die waren da. Wegen italienisch, Salami, Martini. Passt. Genau der Ort, an dem man Schwarzmarkt-Zigaretten findet. Ah. Schwarzmarkt? Ja, genau. Illegal. Sie kommen irgendwie per Boot in die Stadt. Dank der Großzügigkeit ihrer Freunde. Ah, nee, Martinos, nicht Martinis. Hey, das sind nicht meine Freunde. Das glaube ich. Die Martinos haben nur Freunde an den höchsten Stellen. Oho. Okay. Ein Päckchen italienische Zigaretten, das ich nach dem Angriff im Kautionsbüro gefunden habe. Können wir die Alfonso schenken? Das wäre keine so gute Idee. Naja, bei dem ändert das ja auch nichts mehr dran. Das klappt doch nicht. Okay, ich will ja nur noch ein bisschen rumprobieren. Also irgendwas mit Hafen haben sie gesagt. Haben wir jetzt irgendwas am Hafen? Wo will ich denn als nächstes hin? Zum Hafen. Nee, ich kann mir vorstellen, dass es das halt ist. Aber anscheinend ist noch nicht genug dahinter. Können wir das vielleicht noch googeln oder so? Nein, ich habe noch mehr zu tun. Wir irgendwie hier nachschauen? Was machen wir denn jetzt mit den italienischen Zigaretten? Entschuldigen Sie bitte, Officer O'Halloran.
Ja, Mr. Stobart. Stobart. Ah ja. Also war der Typ einer aus der Martino-Bande? Richtig. Und die Zigaretten werden mit einem Boot in die Stadt geschmuggelt? Richtig. Dann haben die Martinos also einen Schlupfwinkel bei den Docks. Richtig. Wir sollten das öfters spielen. Sie haben eine alte Fabrik unten am East River. Eine legale Firma. Mama Martinos Meatpacking Company. Ah, deswegen die Salami. Wird wohl Zeit, dem Hafen einen Besuch abzustatten. Ah ja, jetzt dürfen Danke wir... Danke für Ihre Hilfe. Jetzt dürfen wir bestimmt, right? Eine Salami-Firma. Wo will ich denn als nächstes Alibi. Ja. Genau das nämlich.